hast deine Verwandtschaft also in dem Glauben gelassen, dass du immer noch fleißig Geige spielst. Das habe ich früher auch gemacht. Vor einer halben Ewigkeit. Und ich habe die Befürchtung, dass sie von mir erwarten, dass ich auf der Neujahrsfeier ein Stück spiele. Nun ja, wenn es nur ein Stück sein soll, finden wir sicher eins, an das du dich erinnerst. Hast du deine Geige noch? Ja, irgendwo bei mir zu Hause. Na, worauf warten wir dann noch? Wir fahren rüber. Meinst du wirklich? Vertrau mir, wir kriegen das hin. Zumindest dachte ich das. Ich meine, ein Instrument zu spielen ist doch im Grunde so wie Fahrradfahren. Sowas verlernt man nicht. Naja, ausnahmsweise waren mal nicht die Reardons schuld. Skipper, bleib auf deiner Seite! So ein Blödsinn, Stacy! Wie soll ich denn bitte zur Tür, ohne die Linie zu übertreten? Das ist meine Seite. Übertreten verboten. Die Tür ist nicht dein Eigentum. Aber diese Seite des Zimmers. Was ist denn hier los? Das klingt wie eine Horde wild gewordener Nashörner. Wir haben das Zimmer aufgeteilt und Skipper lässt mich nicht mehr raus. So ein Pech. Die Tür ist auf meiner Seite. Oh, aber keine Sorge. Ich mache Fotos von all den Dingen, die du von nun an verpassen wirst. Das ist unfair. Die Linie war deine Idee. Kommt schon, Leute. Es kann doch nicht so schwer sein, sich ein Zimmer zu teilen. Oh ja? Du musst dir ja nicht anhören, wenn sie ein Lied tausendmal mischt. Immer und immer und immer zu. Und das jeden Tag. Zumindest mache ich echte Beats. Nicht sowas wie dieses endlose Bamperdi-Bamperdi-Bam-Bam-Bam von deinem Basketballgedribble. Hör nicht hin, mein Schnuckiball. Hat einer von euch das Klebeband gesehen? Oh, dieses Zimmer ist einfach nicht groß genug für uns beide. Welch ein Wunder. Wir sind mal einer Meinung. Ich suche einfach in der Garage. Seht doch, was ihr getan habt. Ihr habt Chelsea verscheucht. Das ist alles ihre Schuld. Finger weg von meiner Seite! Meint ihr nicht, dass ihr beide ein wenig übertreibt? Ja, ja, du hast gut reden. Du hast dein eigenes Zimmer. Versuch du mal im selben Zimmer wie Skipper zu wohnen. Von mir aus? Klar, machen wir. Wie bitte? Was machen? Lasst uns doch mal Zimmer tauschen, vorübergehend. So wie es aussieht, braucht ihr zwei Abstand voneinander. Also kann Stacy das Wochenende in meinem Zimmer wohnen und ich ziehe dann so lange bei Skipper ein. Volltreffer! Cool. Willkommen an Bord, Schwester. Du hast dich selbst übertroffen, Scherz. Wir haben die Sachen aus unserem Zimmer hierher geräumt und die Sachen von hier sind jetzt bei uns. Was für ein fieses Genie muss man sein, um auf so eine Idee zu kommen. Ist ein ganz schöner Aufwand, aber der lohnt sich. Barbie wird die Welt nicht mehr verstehen. Sie kommt rein, denkt, dass sie im falschen Zimmer ist und wundert sich. Was? Wo bin ich? Was geht hier vor sich? Und dann springe ich raus und schreie, reingefallen! Es gibt kein schöneres Wort in den Ohren eines Streichespielers. Okay, ist angekommen, Dr. Streichestein. Bringen wir es über die Bühne, bevor der Zimmerservice kommt. Ja, es wäre nicht so cool, wenn man uns erwischen würde. Zimmerservice. Zum Glück. Ich habe so einen Hunger. Ich könnte jedes Gericht von der Speisekarte verdrücken. Ich könnte die Speisekarte verdrücken. Oh, die hätte ich fast übersehen. Uhu, ein paar Schuhe unter dem Bett. Und Barbies komisches Gesichtsmaskenzeug. Mission erfolgreich. Gut, Charles. Sie werden sich fragen, was haben wir in Moms und Dads Zimmer verloren? Du bist nun offiziell die Königin der Streiche. Ja! Ja, das Essen ist da.
brillant. Ich hab sie. Auf frischer Tat ertappt. Ich war mit meinen Freundinnen auf einer Meerjungfrauenmesse. Und meine Familie wohnte im selben Hotel, weil Dad Jurymitglied eines Filmfestivals war. Niki hatte diese wunderschönen Meerjungfrauenkleider entworfen, um Feruza Okwani zu beeindrucken, die Meerjungfrauendesignerkönigin. Oh nein! Nur lief es nicht ganz nach Plan. Währenddessen wollten mir Chelsea, Skipper und Stacy den Streich des Jahrhunderts spielen, indem sie die Sachen aus unseren Zimmern vertauschen wollten. Wie witzig das geworden wäre, wenn nicht ein kleiner Dieb sein Unwesen getrieben hätte und meine Schwestern dem Hoteldetektiv in die Arme gelaufen wären. Ich hab sie. Auf frischer Tat ertappt. Oh ja, Meerjungfrauen, Rätsel, Affen. Und das war nur der Anfang. Warum musst du es mir auf dem Trampolin sagen? Weil diese Show noch besser zu dir passt. Du hast mega Fähigkeiten. Sie heißt Backen bis zum Umfallen. Backen unter Extrembedingungen. Was? Du machst Witze, oder? Nein, die läuft im Internet. Das ist so eine Show, wo man aus einer Kanone geschossen wird. In der Luft ein schleimiges Seil greifen und sich über einen Graben mit Alligatoren schwingen muss, um die Glocke zu schlagen. Nur mit Backen. Und ohne Alligatoren. Möglicherweise. Stacy, das ist total verrückt. Du weißt schon, dass diese Shows für Leute gemacht sind, die eine übertrieben gute Koordination haben. Sonnencreme-Attacke! Wow! Sag die, die 17 Sachen auf einmal machen kann, ohne einen Fehler zu machen. Also gut, warum nicht? Aua! Au! Ich wollte ja eigentlich selber bei der Show mitmachen, aber wem mache ich da was vor? Du bist die Essenskünstlerin in der Familie. Du bist wie dafür geschaffen, Barbie. Hey, wo sie recht hat, hat sie recht. Und da du die Herausforderin bist, brauchst du einen Trainer am Seitenrand. Und da komme ich ins Spiel. Stacy, dafür bist du einfach geboren. Wir können gewinnen. Ohne Elektrogeräte. Wir müssen aus dem Besuch der Dachfee ein magisches Erlebnis machen, das Chelsea nie vergessen wird. Siehst du diesen Blick in ihren Augen? Widerstand ist zwecklos. Wir sind am Start. Super, okay. Wo kriegen wir einen kleinen Pinguin her? Niemand, den wir kennen, hat einen Pinguin. Kein Problem. Wir lassen es einfach nur so aussehen, als wenn Dr. Ernesto im Haus wäre. Wie? Wir könnten vielleicht Felsenpinguin-Geräusche machen. Du meinst... vielleicht nicht ganz so albern, so in die Richtung aber. Okay, kommen wir zu den anderen wichtigen Sachen wie Blütenblätter und Flötenmusik. Oh ja. Okay, Roberts Familienschlachtruf bei 3. 1, 2, 3. Sieh mal, pinke Blütenblätter. Oh, wirklich? Wow. Und unten gibt es noch mehr. Könnten die womöglich von der Dachfee sein? Wow, möglich wär's.
Es war mal wieder so ein Morgen in Malibu, der einfach nicht zu toppen ist. Ups, entschuldige. Doch es wurde wirklich noch besser. Das ist doch nicht zu fassen. So schlimm ist es nicht. Hat dir doch keiner zugehört. Nein, darum geht es nicht. DJ Cheapshot hat sich die Hand verstaucht, als er übertrieben krasse Beats gescratcht hat. Ihr wisst, der DJ, für den ich die Shows eröffne. Ich soll für ihn einspringen, auf dem Funfling. Wow, Funfling? Dieses coole Musikfestival in der Wüste? Oh. Das mit Tausenden und Tausenden und Tausenden von Menschen? Daisy, das bedeutet, du wirst vor mehr Menschen auftreten, als es Einwohner hier in Malibu gibt. Okay, ist klar. Eine Menge Leute. Yeah. Könnt ihr so pfeifen wie diese Sportfans? Ich würde so gern pfeifen können. Daisy, das ist hammermäßig, oder? Davon hast du immer geträumt. Und ich kann überall erzählen, dass ich dich schon kannte, als du noch unbekannt warst. Ich designe dein eigenes Bühnenkostüm. Es muss funkeln, aber darf nicht blenden. Okay, blenden muss sein. Ich bin dein persönlicher Stage-Diver. Achtung, Publikum! Ihr wisst, was das bedeutet? Ausflug! Ausflug! Woohoo! Mit Barbies Camper! Ja, mit deinem Camper reißt es sich am besten. Ja! Guck mal, Barbie. Ich habe Duchess ein paar Tricks gezeigt. Ihre Besitzer werden beeindruckt sein. Okay. Duchess, Platz. Fang deinen Schweif. Und jetzt mach Männchen. Was sagst du? Ach, na ja, merkwürdig, aber toll. Doch für alle Fälle habe ich auch noch was auf Lager. Hallihallo. Hast du noch Sachen für meinen Flohmarkt? Chelsea, guck dich mal um. Ich habe das Zimmer entrümpelt. Ich mache mich los von unnötigen Krimskrams. Hä? Im Ernst? Platten zählen nicht. Die sind eine Lebenseinstellung. Hast du denn noch was anderes außer Platten? Wie wär's denn hiermit? Dein signiertes Foto von Miss Sahnewolke. Wenn einer drauf abfährt? Irgendwie komisch, so ein Autogramm. Ich meine, dafür, dass Sahnewolke nur eine Comicfigur ist. Das macht es ja so besonders. Ich nehm's. Okay, Hauptsache, du wirst glücklich. Wo war ich stehen geblieben? Au, 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 au. Au, au. Ich hab's. Oh. Okay, Duchess, auf geht's. Ihre Besitzer werden sie bestimmt nicht mehr verkaufen. Was sagst du, Harriet? Meinst du, ihre Besitzer werden beeindruckt sein? Das werden wir herausfinden. Sie sind gerade angekommen. Was? Duchess gehört zu denen? Die Reardons? Oh, immer diese Pferde.